Amici, Nico hat seine Zimmer renoviert. Ich finde das richtig cool geworden. Endlich. Deswegen drehen wir heute hier. Ich habe Bilder von den Zuschauern neu gemalt. Okay. Und ich wollte sie dir auch mal zeigen. So, was Leute, du ich dir liebe vor, es, wenn Falco zeichnet. Ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr das letzte Video gesehen habt, wo er einfach so, ich habe irgendwas hingekritzelt. Also wenn du daraus was machst, Falco. Dann ist Feierabend. Boom, er hat das draus gemacht. Ich wünschte, ich könnte sowas, ne? Aber das, ich kann nichts. Ich kann nicht zeichnen, ne? Ich sitze da und ich mache, aber ich kann nicht mal einen Baum malen. Das könnte auch wieder so eine andere Video-Idee machen. Ja. Ich bringe dir bei, was du ja, wie man richtig zeichnet. Ich glaube, bei mir ist Potenzial da. Ja, ja. Das, ich glaube, wenn ich wieder bin, dann drehen wir das Video, wie ich zeichnen kann. Ja. Und ich male eine Mona Lisa. Oh, das ist das Ziel am Ende. Das ja, ist mein Ziel. Wir fangen an mit so Strichmännchen. Ja. Und mein Ziel ist eine Mona Lisa. Ja. Und du musst es schaffen, weil sonst ich werde schon nicht der schlechte Kunstlehrer. Ja. Du musst, ich muss, wir alle müssen. Das ist gut, das ist eine gute Idee. Das ist echt eine geile Idee. Was wollt ihr sehen, dass Nico malen wird? Was schreibt muss in die Nico Kommentare. Dann malen? Fangen wir an. Wir haben fünf Bilder diesmal. Fünf. Das hat Eva gemalt, als sie 11 war. Okay. Mehrere Infos habe ich auch nicht dazu. Das ja. ist interessant, weil erstmal das hat Farben. Ich bekomme auch oft Bilder ohne Farben. Mhm. Und das ist alles so undefiniert. Ja, also das ist könnte so alles werden, ist random, oder? Ne? Ich sehe da irgendwie so eine Katze drin. Ich ein seh Kaninchen. Das könnte ein Clown sein. Das könnte, für mich könnte das vieles sein. Und dieses Art Anzug, so mit diesen Spitzen, das ist auch richtig seltsam. Ja, das also ich komisch. Habe mir dann vorgestellt, das könnte so eine Rüstung sein, wo so ein okay, Samurai ja, mit diesen ja, Spitzen, ja, so, ja. so ein buntes Samurai. Das macht Sinn. Siehst du ihn? Ja, ich sehe ein bisschen, also mit der Rüstung und so sehe ich das schon, muss ich sagen. Stell es dir jetzt vor in deinen Kopf und gleich zeige ich dir, wie ich es okay, ich habe es dir vorgestellt, glaube ich. Okay, so ist meine Version geworden und jetzt seht ihr das Speed-Drawing. Was? Das Speed-Drawing. Also Speed-Drawing. Der Zeitraffer, wie ich es gemalt okay. habe. Okay. Einfach ein bunter Samurai. Und das Kaninchen ist sein Maskottchen. Aber er kämpft zusammen mit ihm. Er hat ein Pokémon draus gemacht. ja. What the fuck, das sieht so krass aus. Ich finde das so krass immer beim Malen, diese Schatten und so. Ne? Mm, das ja, ist ja, ja alles am Ende. Zeichnen und so kann vielleicht jeder, aber so Schatten malen und so. Ja, und das vorher sehen und so, das ist nochmal was ganz anderes. Fokus bei mir muss auf die Kreativität, die Fantasie. Ja, ja und das ist das Krasse. Bei mir war das ja so, ich kritze da irgendwas und dann malst du einfach ein riesen Aquarium, drei große Fischen drin und dann steht da eine davor, hat sie ihre Hand so. Ich habe schon zu Dima mal gesagt, ich weiß nicht, wie Falco es schafft, diese Kreativität zu geben. Diese Bilder, die kommen zu mir fast, also ich sehe die, ja. also sie kommen fast von alleine, ich muss nicht zu viel nachdenken. Guckst du so im Internet, Google und so? Selten, aber für diese Videos nie, ich brauche es wirklich nie. Das ist krass. Zum Beispiel hier dachte ich so, das könnte Samurai werden, ich weiß schon, ich habe schon viel Samurai gemalt, ich ja. muss mir jetzt nicht Bilder raussuchen. Was war, das Schwierigste, was du gemalt hast? Das Schwierigste für mich sind immer so realistische Menschengesichter. Ah, ja, weil du machst viel so Comic-Art und so. Aber das ist geil. Also wirklich, das ist sehr, sehr nice. Nächstes Bild ist von Dustin. Okay. Da hier weiß ich auch nichts mehr als das, was man schon sieht. Aber ich muss schon sagen, Dustin hat da gut Arbeit geleistet. Voll, voll. Ne? Man verschießt schon alles und die Atmosphäre, auch den Charakter, was dieser Das Bube erinnert mich irgendwie an diese Voodoo-Puppen, glaube ja, ich. Ja, genau. Die man, wenn man so drückt, dass man jemand kriegt so Schmerzen und so. genau, weißt du, genau. Das erinnert mich daran so. Ja, ich hatte was Ähnliches gesehen. Ja. Mit dieser ultra-traurigen Stimmung. Mhm. Und ich habe versucht, diese Elemente, die ich schon habe, also ja. diese Stimmung so, mhm. noch mehr zu übertragen. Ja, ja, ich zu. Weiß, was das ist dann daraus geworden. So, du musst es dir vorstellen mit ganz so traurige Musik, okay, so okay. hoffnungslos. Okay. So, boah, tschsch, okay. hier ist es. Wow. Die Gliedmaßen einfach so weggerissen. Aber wie geil du das gemacht hast mit diesem, mit der Watte. Ja, hier, diese Wolle, diese Watte drin. Diese Wolle, die so rausgeht.
finde das so krass, ne? Ey, Leute, ohne Spaß, das könnte doch genau so in einem Museum sein. Ja, übertreiben. Ehrlich, das könnte so auf einer Kunstanstellung. Kunstgalerie. So. Das könnte so eine Kunstgalerie sein, ehrlich. Junge, das ist krass, das hat irgendwie so einen Vibe, weißt ja, du? Ja, das hat seinen Vibe. Das ist so, ohne Spaß, ich finde das echt geil. Wir haben schon so ein Kunstprojekt zusammen, wovon ihr noch nichts weißt. Das kommt jetzt die nächsten Wochen. Kommt demnächst. Da hat Falco nämlich die Aufgabe, ne, hier an meinem Zimmer in die Wand steht jetzt mein Aquarium und da muss Falco irgendwas hinzeichnen. Wir wissen noch nicht was, also ich habe ganz grob eine Idee, aber ich glaube, ich lasse die Ideen bei Falco und lass sie da einfach machen, aber ich bin da sehr, sehr gespannt, was da hinkommt. Du bist jetzt die Tage weg, aber ich werde dir trotzdem schicken, so ein paar Bilder. Ich mache dann ein Foto davon und ich male dann drauf ein paar Tests. Ja, ein paar Tests und dann schickst du mir zu und dann... Da zusammen mit diesem Aquarium dann hinkommen. Ja, ja, man kann da so viel machen. Seid gespannt, Leute, da kommt echt was Krasses auf euch zu. Ihr könnt natürlich sehr gerne Vorschläge in den Kommentaren schreiben. Ja, ja. Weißt du, was ich mal machen muss? Ich habe noch richtig alte Bilder von mir früher, die ich gezeichnet habe, gemalt habe, noch von Grundschule. Oh, hast du deine eigenen? Ja, habe ich alle in Dortmund. Bring sie. Ich kann meiner Mama sagen, die kann alles zuschicken. Ja, oder wann bist du nächstes Mal da? Nee, lieber zuschicken. Okay, ja. Da können wir richtig was Gutes machen. Ich weiß noch, ich habe da so bunte Häuser gemalt und so. Am besten, das frage ich auch euch immer, so Fantasiekreaturen. Sagen die, ja, ich habe auch deine Fantasie. Das nächste Bild ist von David. Okay. So eine Kindheitszeichnung von ihnen. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber er sagt mir, das war eine Mischung von einem Hirsch, einem Langhals-Dinosaurier und ein Strauß. Okay. Ich habe noch mehr Tiere hinzugefügt, spontan. Ich mag immer sowas, weil du weißt, ich mal immer so Pokémon. Sieht aus wie Loch Ness. Kreaturen, Monsters. Kennst du Loch Ness? Ja, ja, klar. Das ist mit so einem Hals. Ja. Auch interessant, weil hier habe ich keine Farbe, so eine ganz grobe Skizze. Ja, also musst du alles alleine machen. Also mir wird dann noch mehr Spielraum gegeben damit. Und das ist dann draus geworden. Ich bin so gespannt. Junge, das sieht immer so krank aus, ne? Würde mir jemand so eine Zeichnung geben und sagen, ey, mach was draus. Was soll ich draus machen? Das Ding ist doch fertig. Aber man kann doch was draus machen. Okay. Ich habe das gemacht, what danach einige Versuche. Ich sehe da ein Huhn, ein Dinosaurier, so ein Fledermaus, ein Stier, eine Fledermaus, alles. Ja, das, was er gesagt hat, so dieses Rentier und so alles, plus noch was. Ich feiere das so. Wie lange brauchst du dafür? Ich gebe mir maximal 2 Stunden pro Bild. Ich habe mit der Zeit so ein paar Tricks gelernt, um so ganz grobe wenige Schatten zu machen, aber dass es nach mehr aussieht. Ah, okay. Also unsere Wahrnehmung so ein bisschen auszutricksen. Genau, ich musste mit der Zeit lernen, so viele Bilder wie möglich zu machen für die Videos, in so wenig Zeit wie möglich. Ja, ja. Hast du vielleicht, das könnt ihr auch mit dir, mit den anderen WG-Jungs drehen, wenn du verrückte, besonders verrückte Träume gemacht hast in letzter Zeit oder auch generell in deinem Leben, so vor Jahren, die du dich daran erinnerst, könnte ich versuchen, diese bildlich darzustellen. Das wäre auch so. Ja, das wär auch gut, ich habe das einmal mit mir gemacht, mit meinen Träumen. Da gibt es schon das Video. Okay. Also es wäre auch interessant, das mit anderen zu machen. Oh. Weil es ist auch interessant, das dann zu analysieren. Ja. Wieso hat man sowas geträumt? Ja. Was steckt dahinter? Ich muss mal überlegen, was da so in meinem Kopf ist. Und kommen wir dann direkt zum nächsten. Let's go! Von Schaune, der Mondmann. Oh mein Gott. Schon bunt so. Das ist schon krass. Was sollte ich da nachmachen? Ja, also das ist, also schon fertig. So schön so wie das es ist. Das ist krass. Das sieht echt gut aus. Vom Style, das gefällt mir besser als mein Bild. Ja, das Bild hat jetzt auch was, weil das hat halt jetzt gar keine Schatten. Aber dafür hat es so einen anderen Look einfach. Ja, ne? Dieses ganze flatten Farben. Ja, ja, ja. Das hat seinen eigenen Style, was mein Bild nicht hat. Das ist voll schön, richtig schön. Ich bin gespannt, was du da draus gemacht hast, mein Lieber. What the fuck, das sieht aus wie ein NFT. Er macht einfach Charaktere, die es noch nie auf dieser Welt gab. Hä, ich verstehe das nicht. Ich bin dafür, glaube ich, zu dumm. Man muss es nicht verstehen, man muss es fühlen. Ich glaube, ich bin dafür zu dumm. Eine meiner Skills finde ich so Sachen
mir in 3D vorstellen. Ja, Digga, das war 2D, du machst 3D-Charakter. Ja, ich drehe es so sehr aus verschiedenen Winkeln, so Proportionen, wie passt es besser. Das ist so krank. Ich baue es mir im Kopf auf und dann muss ich es nur nachmalen. Ich finde das so gut, ne? Oh, dann kommen wir schon zum fünften und letztes. Oh, schon Bild. Letztes Bild. Dann haben wir ein kleines Extra. Von Arion hat mir das geschickt. Wieder eine ganz grobe Skizze. So ein Dämon sollte so ein Final Boss sein. Ja, ja. Auch hier wird mir viel Spielraum gegeben. Also, weißt du, wie ich den jetzt malen würde? Wie? Kennst du das, wenn so diese Monsterbosse so richtig groß sind und von irgendwo oben so runterkommen? Ja, ja. Ich würde so machen, dass er so richtig groß ist. Hinter ihm so ein Mondschein, der so kommt. Ja. Weißt du? Schön dunkel, dieses dunkelblaue, so diesen schwarzen Mantel an, aber mit so roten Elementen. Weißt du, was ich meine? Und er guckt so runter und ist so, guckt so böse. Ich sehe das. Das ist viel, viel, viel cooler als meine Version. Ich habe es ist voll. Hätte ich das lieber gemacht. Meine war ist voll so spielerisch, so ein bisschen so. Okay. Ich versuche böse zu sein, aber ich schaffe es nicht. Okay. Ein Rentner böse. Aber auch geil, ne? Bisschen aus wirklich wie so ein alter Opa, der fällt schon fast auseinander leider. Er war damals stark. Ja, er war damals stark, aber jetzt ist er so ein bisschen so. Ich habe mich auch ein bisschen an Ryuk inspiriert von Death Note. Kennst du noch? Kenn ich nicht. Du musst auch, du hast noch nie Anime geguckt. Schlecht! Ich muss dich retten! Animes, ich weiß nicht, ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Wir müssen nur Death Note gucken, dann verstehst du alles. Aber deine Vision war viel, viel geiler. Oh, aber das zeigt es wieder. Man kann so ein Bild in 10, 20 das verschiedene Arten Kreativität neu machen. Kreativität ist so verschieden. Ne? Ja. Der eine sieht das, der eine sieht das, der eine sieht das. Das ist krank. Ja. Aber ich muss sagen, das beste Bild war dieser Teddy. Ja, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Den habe ich am meisten gefühlt. Also auch so vom Hintergrundgedanken auch. Und so, also das ist so ein Bild, was schon ein bisschen deeper ist, weißt du, was ich meine? Aber das ist auch sehr, sehr geil. Wenn man ein bisschen ranzoomt, sieht man die groben, wie sagt man, Pennellatte. Ja, Pennellatte. diese Brush-Zeichen. Ja, das ist so cool, weil das verläuft so krass. Also der Verlauf ist so smooth, dass sie gar nicht. Also, das sieht wie AI aus. Ja, das könnte von der KI kreieren. Ich schwöre. Aber das ist es nicht, ne? Weil ihr nicht? Habt den Speedrowing gesehen. Ah, das ja. ist der Beweis. Ne? Keine KI steckt dahinter. Keine KI. Das ist hier die KI. KI Falconi. Kommen wir zum kleines Extra. Oh, ein Boni. Ja, das waren die 5 Bilder von euch. Aber was richtig schön ist, also ich male immer Bilder von Zuschauern, aber ab und zu bekomme ich auch Bilder von den Zuschauern nachgemalt von mir selber, also Fanart von mir. Ich habe noch nie ein Fanart bekommen. Deine erste Fanart mache ich, aber so richtig episch dann. Da kann aber keiner mehr übertreffen. Dann kriege ich nie eins. Ja, einzige. Weil die denken sich so, ey, er hat doch schon Beste bekommen. Und diese ist von Veit und hat auch sogar ein Video dazu gemacht. Richtig lustig ist es auch geworden. Ja. Geil. Hat mich gemalt mit den Elementen, die mich so ein bisschen ausmachen. Okay. So die Sachen, die ich mag, so Schwerter, Rüstungen, Fantasy-Elemente, so das. Was? Also schön, ne? Wir haben jetzt ein Schwert mit so Namen. Mit dem Namen von meinem Lieblings-Pokémon, Lugia. Was? Meine Community verarscht mich immer nur. Warum kriegst du sowas? Meine Community ist immer am Rumtrollen. Alle trollen mich, alle machen Witze über mich. Bruder! Oh no. Ich hab noch nie sowas bekommen. Was ist das? Nico, was ist das? Schickt es Ihnen per DM auf Insta so ein Bild von ihm. Junge, wie krank ist das? Die kreativste Community sind wir. Junge, das ist echt geil. Das ist krass, wow. Das Junge. Video dazu ist verlinkt. Das ist geil. Ich schätze sowas, weil ich verstehe die Zeit, irgendwie, die dahinter steckt. Wie viel man da investiert. Ideen und so. Und man muss sagen, das Schwierigste an diesem Job ist einfach Kreativität. Weil wenn du in diesem Moment keine Kreativität hast, du kannst nicht arbeiten. Dann kannst du nichts arbeiten. Und manchmal hast du Druck und du musst das machen, aber du kannst nicht, weil dein Kopf ist leer. Also das ist echt das Schwierigste, glaube ich, an allem, dass man da einfach einen Fokus hat und immer kreativ ist. Ja, das ist anstrengend. Eine ganze Welt für sich. Das war richtig geil. Ey, war das ist ein geil. Format, das ich
seit Jahren schon mache, glaube ich. Ich bin immer wieder gerne dabei. Ich liebe es, diese Sachen zu sehen. Das ist wie so Meditation für mich. Können wir sehr gerne wieder auch hier bei dir drehen. Sehr gerne. Weil es ist einfach so das schönste Setting hier im Haus. Nikos Zimmer ist jetzt so neue Hotspot von Maris geworden. Früher waren wir alle im Wohnzimmer, jetzt ist keiner mehr im Wohnzimmer. Jeden Abend, wenn immer Gäste kommen, Freunde kommen, jetzt immer hier. Also. Aber es ist auch entspannt, muss man sagen, ne? Weil es ist hier so schön ruhig. Es ist intimer, so mal so. Ja, und dieses Schwarze ist so mehr so, ja, wie du sagst schon, dieses intime, so. Dieses Gefühl ist einfach viel schöner. Fühlt sich wohler hier. Ja. Danke, Nicolino, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, Leute.